liebe Wohnmobilfreunde und liebe Mitreisenden. Hallo. Zu unserer Herbsttour. Wir sind auf dem Weg Richtung Westen. Wir melden uns auf jeden Fall nach dem Intro. Viel Spaß, bleibt dran. Bis gleich. Verbrachte Lukas Kranach, der Ältere, das letzte Jahr seines Lebens, als er in der Stadtkirche mit diesem Altar begonnen hat. In der Zeit, als das Rathaus abgebrannt war, befand sich hier in diesem Gebäude das Rathaus. Im Hintergrund. So, heute gibt es eine 6 Kilometer Tour zu Fuß. Ohne Wohnmobil. Ohne Wohnmobil. Das Wohnmobil steht hier drüben. 4,5. Nicht ganz. Nicht ganz. Aber so ungefähr. So ungefähr. Und wir laufen jetzt zur Hängebrücke. Richtig. Der Rainer hat das rausgesucht. Eine Seilhängebrücke. Wir schauen uns die mal an. Wir melden uns gleich. Unsere Mädels sind heute etwas langsam. Ja. Aber von dem Farbkontrast ist schon okay, ne? Ja. Die sind schon fertig da. Die sind schon fix und alle. Fix und alle. Thank you.
So, guten Morgen, liebe Wohnmobilfreunde, hier von dem Stellplatz Bad Frankenhausen an der Therme. Ganz kurz einmal zu dem Stellplatz, der ist direkt an der Therme in Bad Frankenhausen hier angegliedert. Der Platz kostet normal 11,50 Euro, wir haben bezahlt 10 Euro und wir haben am Platz Stromsäulen mit Münzen und wenn man sich anmeldet, bekommt man diese Münzen. Im Preis sind 2 Münzen inklusive und eine Münze beim Einwurf 2 kW und eine Münze kostet 1 Euro. Wie wir hier sehen können, ist der Platz mit Rasengitter befestigt, sehr stabil und mit Rasen. Und Rasen haben wir hier auch am Platz. Am Platz befindet sich auch die Ver- und Entsorgung. Die ist hier kostenfrei. Mit einem Einlass im Boden kann man gut ranfahren. Und Wasser haben wir hier eine Säule. Wichtig ist, diese Säule lesen vorher, da muss man hier diese Säule leicht nach oben ziehen und darunter befindet sich dann der Wasserhahn. Die Wasserentnahme ist hier auch kostenfrei auf dem Platz. Und hier haben wir nochmal die Totale mit der Ver- und Entsorgung, Grauwasser, Toilette und die Stellplätze. Wir haben hier auf dem Platz, an dem Platz 15 Stellplätze. Die Stellplätze sind unterschiedlich groß. Wir stehen jetzt hier auf den größten Stellplätzen, wie man das wunderbar sieht, auch mit 10 Meter Länge stehen an der Therme. Näheres zur Therme blenden wir auf jeden Fall mal mit ein. Die Therme befindet sich hier genau gegenüber, ca. 30-40 Meter haben wir die Therme, den Park. Angrenzend haben wir in dieser Richtung auch Einkaufsmöglichkeiten. Tankstelle ist alles hier in der Nähe. Also somit hat man hier unmittelbar alles hier am Platz. Gegenüber hat man einen Hundeauslaufpark. Der ist jetzt hier angrenzend und in diese Richtung geht es fußläufig ins Stadtzentrum, beginnend ab ca. 150 Meter. Ja, liebe Freunde, das ganz einfach mal ganz kurz hier vom Stellplatz an der Therme in Bad Frankenhausen. Wir melden uns auf jeden Fall wieder. Wir zeigen euch jetzt noch mal im Film ganz kurz einige Impressionen um Bad Frankenhausen, was man hier alles machen kann. Und die Lage von Bad Frankenhausen blenden wir natürlich mal im Film hier mit ein. Wir sehen uns bis gleich auf dem nächsten Stellplatz.